eine meiner großen Überzeugungen ist die, dass das Wort Gottes in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, ein immerwährender Quell von Erfrischung und von heilsamen Zuspruch und von guten Worten und von Auferbauung, Erfrischung, Erquickung ist. Und am allermeisten empfinde ich das, wenn ich in den Psalmen lese. Die Psalmen, das sind gelebte Zeugnisse eines Glaubens an einen großen Gott, an den, der alle Dinge verändern kann, an den, dem alle Dinge möglich sind. Und so will ich dich heute auch ermutigen, dass du wieder neu hörst, was das Wort Gottes in deine Situation spricht. Die meisten von uns sind Situationen ausgesetzt oder stehen in Herausforderungen, die nicht einfach so zu lösen sind. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir fröhlich, locker durch unser Leben schreiten. Aber ganz oft ist es so, dass wir in Herausforderungen stehen, in Dingen, die uns schwerfallen, in Prüfungsängsten, in irgendwelchen Dingen, die plötzlich in unser Leben gekommen sind, in Trauersituationen, egal was es ist, in dem du heute bist. Lass dieses Wort Gottes, gerade jetzt aus dem Psalmen, lass es wie ein heilsames Wort in dein Herz fallen, lass es deine Gedanken heute bestimmen und lass es aus deinem Mund kommen. Ich habe das auch gelernt, dass das Reden meines Mundes oft die Situation schon bestimmt. Dass ich Sieg ausspreche und nicht Furcht. Denn wenn du Furcht aussprichst, dann gehst du immer mehr zurück. Aber wenn du Sieg aussprichst für dich, wenn du sagst, in seinem Wort, in dem Wort Gottes steht aber die Verheißung für mich, dass er an meiner Seite ist, dass er eiserne Türen, eiserne Riegel zerbrechen wird und dass er eine Tür für mich öffnen wird. Fass das neu mit deinem Herzen, fass das neu in deinen Gedanken. Lass deine Gedanken vollkommen von dem Wort Gottes erfüllt sein. Ich sage dir, dass das einen Unterschied machen wird. Und du wirst es merken. Du wirst hinterher ein Zeugnis haben, wenn du in diesem Bewusstsein durch deine Herausforderung gegangen bist. Dann wirst du sagen, Gott ist gut. Gott hat mir geholfen. Gott hat die Dinge zu meinem Besten wirklich gewirkt. Und so möchte ich dir jetzt einfach ein paar Psalmworte zusprechen, die du nehmen kannst für dich heute. Und wo du sagen kannst, ja, ja, das glaube ich von ganzem Herzen. Ja, ich will mein Denken auf diese Worte konzentrieren. Ja, ich will aussprechen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit des Wortes Gottes verändert die Dinge. Er zerbricht eherne Türen, er zerschlägt eiserne Riegel. Dinge, die dich festhalten oder die dich gefangen halten, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du das Wort Gottes aussprechen kannst. Er erlöst dich aus der Hand des Feindes. Er führt dich heraus aus Dunkel und Elend, aus Finsternis und zerreißt die Fesseln, die der Feind dir angelegt hat. Die Agenda heute für dich ist, er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Lass dich ermutigen durch das Wort Gottes. Das ist ein heilsames Wort. Das ist ein Wort, was deinem ganzen Leben Halt und Beständigkeit und wirklich Sieg gibt. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.